Ah, Morty. Monsieur de Richet, you wouldn't have seen Duke Manuel by any chance, would you? I was going to ask you the same question. I wanted to speak to him, but no one will open the door. I'm not sure he's in there. If I want to pass through, I'll have to get Volner out of the way. Wenn ihr hat versucht reinzugehen, ihn loswerden. Uff. Hat er ihn loswerden. Ausrede erfinden, um ins Zimmer zu gehen. Perhaps he didn't hear you. No, did of you course try not. Entering? It would not be proper, after all. Oh, now wait a minute. Yes, I remember now. I think I saw him in the garden. Leg mal den noch mal ein bisschen an. Garden? No, you must be mistaken. I've just come from there. I would have seen him. Gleich was Schei. Oh, I must have seen someone else then. Most certainly. Oh well. He's bound to turn up at some point. I'll wait. Meine Chance vertan? Impossible to get through with him glued in front of the door. I'll have to find another way into Godoy's room. Warte mal. Dein Zimmer ist da. Warte mal. Ich will jetzt nicht meine guten Punkte verschwenden, um ganz ehrlich zu sein. Ist das hier unseres? Ja. Ich komme nicht mal in unser Zimmer! Warum? Schweinerei. Weil da hätte ich mich gesagt, komm, gehe ich durch unser Zimmer und dann hinten, weil wir teilen uns ja einen Balkon. Ach, jetzt muss ich den doch loswerden. So ein Scheiß. Ach, ich habe eine Chance vertan. So eine Scheiße. Duke Manuel Godoy. Okay. Das ist jetzt doof. Ich habe jetzt meine Chance vertan. Was ist denn das für ein Scheiß? Okay, da würde ich sagen, schauen wir uns das Schloss an und gucken einfach mal, wie ich jetzt da reinkomme. Aber hat der... Ah, hier hinten sind aber auch noch Türen. Da oben ist nur der Turm. Na guck, da hinten ist nämlich auch noch eine Tür. Ich sollte mal runtergehen. Ich geh mal runter, ich guck mal. Scheiße. Ach so, ein Mist. Hey, vielleicht kann der uns helfen. Oder, warte mal, hat er nicht gehandelt mit irgendwas? What can I do for you, sir? I am at your service, day and night, sir. Have you seen Duke Manuel? The Duke is in the dining room, sir. Ach, okay, im Speisesaal. Der war nicht hier, glaube ich, ne? I would like to come in. I am sorry, sir, but that is not possible for the moment. Oh, Can you tell me where I can find Duke Manuel, please? Alas, I do not know, sir. I can only assure you he is not in the small salon. Why do you ask? Sir Gregory's orders, sir. I'm looking for someone. Tell me at least who's in there so I don't needlessly go looking around for hours. Duchess Hillsborough is speaking with Sir Gregory, sir. The other guests have gone back to their rooms through the other side. Okay. Very well. Thank you. Good evening, sir. Entschuldigung, Speisesaal, warte mal, da war doch... War der hier hinten? Oh Gott, ich kenne mich hier nicht mal aus. Ist eigentlich nur so eine große Zeushalle, roter Saal, Bibliothek, Diensttreppe, große Konferenzsaal, Speisesaal, Garten, Anlegestelle, Krypteneingang. Ist denn jetzt wieder der Speisesaal?
Jetzt bescheuert. Oh, es geht hier denn das so. Adams, Washingtons Zimmer. Ach so, das. Oh, ja. Man sollte auch den Text unten drunter lesen. Vielleicht steht hier was? Nö. Man sollte auch den Text unten drunter lesen. Ich glaube, dann wird es einfacher. Ich habe irgendwie immer das Bedürfnis, durch andere Spiele permanent auf eine Taste zu drücken, um zu sehen, wo die Leute sind. Ich kann mir nicht helfen. Ich will mal ständig R1 drücken. Das hat bestimmt irgendwas mit Vampir zu tun. War das Vampir? Ich glaube. Ich glaube, wir werden den Kerl nicht überzeugen können. Bin nicht so gut in das Ganze. Kann ich das wegnehmen? Chili Royale. All right. I've retrieved everything. Aussicht. Komm, genieß mal ganz kurz die Aussicht. Mein Geist sieht es schon aus. So, mein Lieber. Hat jetzt geblitzert? Nee. So, mein Guter. Well, well. Monsieur de Richet, I was not I am not in the mood, sir. I warn you. What do you want from me, sir? Also keine Etikette. Fragen, warum er bei seiner Ankunft verärgert war. Ihn. I see you're still feeling under pressure since your arrival. Ja, I've noticed that you've been... Moment, ich muss gerade gucken, weil Notizen da. Scheiße, ich kenne von dem noch nichts. It seems to me that Monsieur Peru has a knack for getting your back up. That is the least you can say. Indeed. I was warned. I knew what to expect. For God's sake, why in the hell did your people execute their king? Have the French gone stark, raving mad? There are nothing but monarchies in power in Europe. They will all come crashing down on you. We shall see. It might well turn out to be the opposite. You certainly do not lack for audacity, young man. Just tell me one thing, monsieur. Why did you side with Mortimer? He is alone, isolated. The United States can do nothing to help you, and France is surrounded by over 10 countries just waiting for the world to pounce. Really, I do not see why you choose Mortimer. Immunität, okay, Schwäche. The Golden Order, my friend. The Order is everywhere. We come from France, we are present in the United States, England, and many other countries. We have ambitions and the means to carry them out. You'll see, once all hell breaks out in your English. Warte mal. Ich weiß, sorry, dass ich gerade mitten im Gespräch, aber ich bin jetzt gerade neugierig. Ist jetzt Okkultismus? Ist Port starts to fade away. The Order is an international organization. It matters little what governments do. Otherwise, why would Mortimer have gone to the trouble inviting my mother? If you are right, Sir Gregory has got it all wrong. Tell me, do you really believe Spain has any interest in ceding Louisiana to France? Schwäche. Duke Manuel, ich nutze das jetzt Spain, I don't know. Ach so, scheiße, Schwäche. You, ach so, doch, Schwäche ausgenutzt. Doch, doch, haut hin. You would not be trying to bribe me, would you? Nothing could be further from my mind. It would be an insult to believe that someone such as yourself might have a practical attitude towards its virtue. Even so, it is only natural that you be supported and encouraged if you were to follow Lord Mortimer, isn't it? Indeed, for services rendered, it would be natural for me to receive compensation for the time spent achieving such an undertaking, yes? Naturally. And given your status, my Lord Duke, the compensation would have to be considerable. Naturally. Tell me one last thing. What would I gain from all this? Zeigt mir hier eine Schwäche von ihm an. Okay, das ist Überredung. Darüber reden, was er nicht verlieren würde.
Da wird er. Ich riskier's mal. I'm sure that Lord Mortimer will be very appreciative. He's always supported, though, and you know well that he has every means to do so. That at least is true. Come on, you fool, give it up. You're trapped like a rat. Monsieur, I am astounded. I did not think you capable, but you have succeeded. I will be more wary of you the next time. Nonetheless, if you can guarantee Lord Mortimer's support, then yes, you can count on my vote when the time comes. Ooh. However, I expect you to be discreet with regard to my former partners, without which our agreement would become null and void. Of Keine course, Sorge, my Lord Duke, you can count on me. Lord Mortimer will be delighted to hear the news. I hope you know what you are getting into, Louis. I bid you good luck. Good night, my Lord Duke. See you tomorrow. Well, that's one thing out of the way. The only thing left to do is wait for the conference to resume tomorrow morning. Geh ins Bett. Das ist doch mal eine schöne Aufgabe. Aber was haben wir jetzt noch mal? Was haben wir jetzt noch mal bei dem freigeschalten? Okay, Schwäche. Ach, er lässt sich leicht manipulieren. Na klar, das hat er ja gesagt. Das ist ja nur so ein kleiner, noch unbekannt. Ich denke, die Immunität ist dieses mit diesem ganzen Etikettegehabe, was der Mortimer schon gesagt hatte, dass bei ihm Etikette nicht hilft, weil er das nicht mag oder was da war. Ja, da würde ich sagen, gehen wir ins Bett, hm? Weil dann kann ich vielleicht jetzt noch ein paar Punkte hinzufügen und auswählen und so und dann. Jo. Lade. Oh, ich hasse aber diese ganzen Konfrontationen und ich glaube, später wird eine große, wichtige kommen und ich werde sie einfach verkacken. Ob der Typ jetzt immer noch da vor der Tür hängt? Glaube ich eigentlich richtig? Nö, da lang. Ah, Monsieur de Richet. You wouldn't have seen Duke Manuel by any chance, would Doch, you? Er ist im Speisesaal. Ja, im Speisesaal. I just ran into him. He was heading for the dining room. Ah, thank you. Kann ich jetzt bei dem ins Zimmer einsteigen? Ach, schade. Ich dachte, es geht vielleicht. Duke Manuel Godoy. Ich muss aber gerade noch mal kurz was gucken, weil hier hinten war jetzt ja auch noch ein Zimmer frei, ne? Jetzt hier gleich. Komme ich zwar nicht rein. Wer war jetzt hier nochmal? Ach, der Kardinal. Stimmt ja. Huh, that's me. Ja. Gehe ins Bett. Ist vielleicht die Frage, in welches. Wo war die meine Geliebte da? Die Adams? Gehe ich jetzt halt nochmal. Warum komme ich nicht in mein Zimmer? Da komme ich nicht rein. Oh, Leute. Echt jetzt? Wieso? George Washington? President George Washington. Wieso? Kann es vielleicht sein, dass ich... Müsste ich jetzt mit dem Mortimer nochmal reden? Oh, ich bin an der vorbeigelaufen. Psi. Wo war denn hier die Tür? Ach, hier. Nee, hä? Doch. Hä? Jetzt war mal ohne Scheiß. Wieso komme ich jetzt nicht in mein Zimmer rein? Bestimmt. Da geht's runter. Ich will jetzt nochmal kurz hoch. Hä? Komm hier vielleicht ein anderes Zimmer irgendwo rein? Nee. Geht mir das nach oben? Komm ich jetzt. Hä? Bin jetzt bestimmt. Jetzt war ja ohne Scheiß. Wieso komme ich jetzt nicht in mein Zimmer? Geh ins Bett. Ja.
hinter rein? Nee. Bin ich jetzt bescheuert? Warum komme ich jetzt nicht in das Zimmer rein? Ich würde sagen, wenn ich jetzt auch nicht mal runterkomme, ich glaube, da muss ich das Spiel nochmal neu starten. So, meine Lieben. Bin ich hier wieder? Ist der Mortimer jetzt hier gelandet? Please, leave me, sir. From now on, no one must see us together. Hä? Gehe ins Bett, es ist ja... Eine Frage stellt sich mir immer noch. Komme ich jetzt hier langsam mal raus? Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Ach so, nee, warte mal. Doch, das ist schon die Tür, ne? Ja. Ich lass mich raus. Kumpel, hast du noch irgendwas zu erwähnen? What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? My good fellow, would you have any amber? Kostet das was? I would, but unfortunately, I don't think I am authorized to give it out, sir. I believe it is a precious stone. Na, dann komm. Dann halt nett. Komm. I would like to come in. I am sorry, sir, but that is not possible for the moment. Very well. Okay, da hat sich jetzt auch nichts geändert. Jetzt fall mal... Ich will da rein. Ich will eigentlich ins Bett, aber... Ich komme nicht in mein Zimmer. Warum? Ich probiere mal gerade was. Wieso komme ich verdammt nochmal nicht in mein Zimmer rein? Ich laufe jetzt nochmal eine Runde, dann gehe ich nochmal hoch und dann... Und sonst muss ich das Spiel nochmal starten. Ich kann hier noch irgendwas looten, irgendwas mitzunehmen. Und ich liebe diese Bibliothek immer noch. Ich bin jetzt hier. Da bin ich durch. Ich kann aber nur in die eine Richtung laufen, ne? Warum kann ich eigentlich keine Leiter hochklettern? Bestimmt cool. Der die alle gelesen hat? Ja. Anspielung. Ich liebe sie immer noch. So, lauf, mein Junge, lauf. Gehe ins Bett. Aber ich könnte noch mal in die Krypta runtergehen. Wenn es eh gerade nicht funktioniert, dann kann ich jetzt gerade mich noch ein bisschen umschauen. So. Mal la 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 la. Was? Kann ich das jetzt?
mitnehmen. Danke. Hätte ich eigentlich halt die Treppe hinten runter gehen können. Egal, wartet mal. Ich gehe jetzt nochmal in den Garten, wenn sie fertig rauskommen. Und dann gehe ich nochmal in die Krypta runter. Vielleicht habe ich hier was übersehen. Oder vielleicht soll das jetzt auch passieren. Aber das muss ja später im Spiel stattfinden, wenn da die Emily mit ihrer Schwester da erscheint. Bin ich da hingekommen? So schon mal gar nicht. Ich hab. Oh, 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 da war was, da war was, da war was. Oh, oh, komm, komm her. Carmelite Water will give me a little reprieve. Es wäre schön, wenn ich ein bisschen Bernstein finden würde. Hätte ich jetzt persönlich nichts dagegen. Ach, wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Blöde Labyrinthe. Hier. Ah, ich komme nicht runter. Oh, echt jetzt? Oh, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Komme ich aber auch nicht rein. Warte mal. Das sind die verschiedenen Eingänge. Das sind die Türme. Wieso komme ich hier nicht weiter? So, na gut. Dann funktioniert das halt nicht. Falsche Richtung. Hier muss ich lang. Ich bin hier. Ich glaube hier lang. Weiter. Aber wenn auf der anderen Seite auch wieder so ein Typ ist, der mich nicht reinlässt, oh, dann krieg ich die Krise. Weiter. Und ansonsten pausiere ich dann echt mal und dann gucke ich, wo ich dann da hinkomme. Weil es kann ja nicht sein, dass ich nicht ins Dingens. Ach, da geht's gar nicht rein. Hä? Auch nie weiter. Ja. Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich in mein Zimmer nicht reinkomme. Ich bin jetzt da. Wieso komme ich in mein Zimmer nicht? Wo muss ich lang? Das kann doch nicht sein. Meine Güte. Der ist geleuchtet. Nee. Das ist von der Emily das Zimmer. Dann haben wir hier den Washington. Komm hier überall nicht rein. Herr Herzapfix hier. Das Zimmer. Ja. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Warum? Wieso? Ah, wisst ihr was? Ich gucke jetzt mal, warum ich nicht da reinkomme. Ob ich jetzt noch irgendwas tun muss, weil ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit stundenlang jetzt hier durchzurennen. Also, dann sehen wir uns gleich wieder.